Ist Autismus eine Persönlichkeitsstörung und wie kam es zu dem Begriff Autismus? Ja, mit diesem Thema wollen wir uns in dieser Folge beschäftigen und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro wirst du mehr darüber erfahren. Bis gleich. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Leib und Seele. Neben mir die wundervolle Malu, Fachärztin für psychotherapeutische Medizin. Mein Name ist Zusch Vinzenz. Ja, und heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Autismus. Wenn dich solche Themen interessieren, dann lass doch gerne ein Abo da, drück die Abo-Glocke. Das Ganze ist kostenlos und du wirst zukünftig keines unserer Videos mehr verpassen. Ja, Malu, Autismus, ist das eine Persönlichkeitsstörung? Autismus ist keine Persönlichkeitsstörung. Aber es kommt doch ganz nahe der Persönlichkeitsstörung, der schizoiden Persönlichkeitsstörung. Da ist doch nicht so viel Unterschied. Ja, also vom äußeren Erscheinungsbild sind diese beiden Störungsbilder sich manchmal ähnlich, weil ein schizoider Mensch reguliert Spannungszustände auch, indem er sich zurückzieht und da seiner Arbeit und seiner Struktur, die er braucht, nachgeht. Und das ist bei autistischen Menschen oder Menschen mit autistischer Störung ähnlich, dass die Spannungszustände durch Rückzug und Flucht in ihre, Flucht kann man vielleicht sagen, in ihre Interessen und in ihre Fähigkeiten bedeutet, um damit Spannungen, die durch andere Menschen entstehen, aus dem Wege zu gehen. In ihr Schneckenhaus sich zurückziehen? Ja, ein bisschen in das Schneckenhaus zurückziehen. Ja. Und der Begriff Autismus kommt ja auch von dem Begriff Auto, selbst, mit sich selbst zusammen sein. Ja. Und das zeigt sich sowohl beim schizoiden Menschen wie auch beim autistischen Menschen. Und dennoch ist ein Autismus keine Persönlichkeitsstörung. Und ziehen sich diese Menschen zurück, weil sie beleidigt sind oder weil sie einfach Ruhe brauchen und die ganze Welt außenrum zu stressig ist? Oder beides? Also bei autistischen Menschen ist es ja so, dass sie sehr irritierbar sind durch zu viele Menschen, zu viele unvorhersehbare Situationen, zu viele Eindrücke. Wenn viele Menschen zusammen sind, beispielsweise ein großes Arbeitskollektiv oder wo sehr, sehr viel Kommunikation erforderlich Stimmen ist. Stimmen von allen Seiten. Ja, dann ist das für den autistischen Menschen nicht vorhersehbar. Hm. Also kommen 10 Menschen zusammen, sind 10 Menschen da, die unvorhersehbare Situationen erzeugen können. Das kann sehr schnell zu einer Reizüberflutung führen oder zu einem Spannungszustand, der möglicherweise, also je nach Intelligenzniveau, in ein destruktives oder autodestruktives Verhalten führen kann. Mhm. Deswegen ziehen sich die Leute zurück. Die Autisten, die Schizoiden, die ziehen sich zurück, weil ihnen der soziale Kontakt zum einen nicht so wichtig ist und zum anderen, weil sie in ihrer frühen Kindheit, also auch schon in ihrer Säuglingszeit gelernt haben, durch die Beziehung zu ihrer frühen Bindungsperson, meistens ist es ja die Mutter, dass Beziehungen zu Menschen nicht verlässlich sind. Und dass es besser ist, sich auf eigene Themen zurückzuziehen, in ein Labor möglicherweise, sich mit mathematischen Prozessen zu befassen, das ist sicher, das ist verbindlich, oder sich mit biologischer Forschung zu befassen, das ist sicher und verbindlich, oder sich mit einem Tier zu beschäftigen, das ist sicher und verbindlich, das ist nicht untreu, das lügt nicht und so weiter. Ein Autist hat Defizite, die ein Schizoider wieder nicht hat, also ein Autist hat Defizite in der Kommunikation, im zwischenmenschlichen Zusammensein, der kann Mimik nicht gut deuten, der kann Metaphern nicht gut deuten, der kann eine Pointe nicht verstehen. Das ist bei einem schizoiden Menschen nicht so. Der kann das verstehen, aber es ist ihm nicht so wichtig. Also der
Mensch, welcher den Asperger zum Beispiel hat, der kann nicht zwischen den Zeilen lesen, der kann keine Mimik deuten, keine Gestik und so weiter. Schwierig. Was der schwierig oder der gar nicht. Ein schizoider Mensch, der kann das. Ja. Aber es aber ist der nicht Asperger so kann das auch nicht lernen. Er kann sich darauf einstellen, aber er wird Defizite in dem Bereich immer behalten. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja, du sagst Autismus, der Name Autismus kommt von Auto, also selbst. Ne? Ja, das kommt von selbst, mit sich selbst zufrieden sein. Manche sagen ja auch in sich selbst gefangen sein. Das ist sicherlich von einer Person zur anderen verschieden, aber so sich auf sich selbst zurückziehen in so ein Gebiet, was man überschauen kann, wo man ja seine Struktur hat, wo man seine Ordnung hat, wo man seinen Interessen nachgehen kann. Bei Autisten sind das manchmal Interessen, die ein bisschen skurril wirken. Also mathematische Interessen beispielsweise oder ja Laborinteressen, Forschung oder auswendig lernen von Hauptstädten oder von Ländern oder von manchmal auch von Telefonbüchern. Ja, die sind ja auch sehr geordnet. Also bei denen liegt ja zu Hause alles wirklich an seinem Platz, direkt nebeneinander. Ja. Es darf keinen Millimeter, ja, der Unterschied zwischen den, nehmen wir das alles wegen hier fünf Stifte, um Struktur, die müssen genau den gleichen Abstand zueinander haben. Zu haben, ja. Ja, ja. Und das ist ganz wichtig, wenn du das zerstörst denen oder irgendwas verschiebst, dann bricht bei denen eine Welt zusammen. Ja, dann ist wieder ne? Reizüberflutung, ja, und Spannungszustand. Ja. Da sollte man nicht von außen Einfluss unempathisch nehmen. Einfluss nehmen. Ja, ja, und ja, das mit dem Telefonbuch auswendig lernen, das habe ich nicht eben nur so gesagt, sondern in dem Film Rain Man, hat vielleicht mal jemand gesehen, mit dem noch sehr jungen Dustin Hoffmann und mit Tom Cruise in den Hauptrollen. Da konnte Rain Man nicht schlafen und sollte irgendwas lesen und es war nur das Telefonbuch da und er beginnt das Telefonbuch auswendig zu lernen und er kann am nächsten Tag noch reproduzieren, wer wo wohnt, welche Adresse zu welcher Telefonnummer gehört. Also ja, das war in dem Film besonders interessant. Und ist das realistisch? Ja, das gibt es. Ja, ja, das gibt also es. Also das heißt, durch einmaliges Durchlesen sich das alles merken können? Ja, je nach Intelligenzniveau. Ja. Und bei Rain Man war das Intelligenzniveau eben sehr hoch. Hat auswendig lernen was mit Intelligenz zu tun? Auch Merkfähigkeit ist ein Teil von Intelligenz. Ja, okay. Ja, ja, aber jetzt nochmal zurückzukommen. Also Auto, selbst und so weiter. Wer hat diesen Begriff erfunden? Dieser Begriff ist das erste Mal von Kanner 1943 erwähnt worden, aber es gab schon vorher Beschreibungen von dieser Störung, und zwar von einer russischen Kinderpsychiaterin im Jahr 1926. Das war Grunja Suchareva, also das habe ich auch auswendig gelernt, eine russische Kinderpsychiaterin, die hat diese Störung beschrieben, aber noch als schizoide Psychopathie an Kindern. Und da sieht man, es ist nicht so sehr verschieden. Also damals war es noch eine Persönlichkeitsstörung bei der Russin? Weil schizoide ist ja eine Persönlichkeitsstörung. Also da sieht man, wie die Psychotherapieforschung vorangegangen ist im letzten Jahrhundert, also 1926 ist noch nicht mal 100 Jahre her, da hat man begonnen, sich mit diesen Menschen intensiver zu beschäftigen. Natürlich hat es Menschen mit autistischen Störungen auch schon davor gegeben, bei den alten Ägyptern, bei den alten Römern gegeben, aber oft sind die als Sonderlinge oder als verrückt abgestempelt worden und hatten meistens ein nicht so gutes Schicksal. Und genauer beforscht wurde das dann eben von Kanner im Jahr 1943 in den USA. Da hat er 11 Kinder untersucht und beschrieben. Und ein Jahr später, 1944, in Österreich Asperger, von Asperger, von Hans Asperger, kamen dann da Forschungsergebnisse, die aber dann auch vorläufig erstmal nicht weiter aufgegriffen wurden. Man muss hier überlegen, in der Zeit lief der Zweite Weltkrieg, also die Biografien von diesen beiden Leuten sind auch sehr interessant, weil zum Beispiel Kanner kommt aus einer jüdischen Familie und hatte in seiner ersten Staatsbürgerschaft die österreichische Staatsbürgerschaft, genau wie Asperger, das finde ich lustig. Aha. Asperger hat in Wien studiert und Kanner ist mit seiner Familie, beziehungsweise seine Familie mit ihm, er war ja noch Kind, 1906 nach Berlin gezogen, wo er an der Humboldt-Universität studiert hat mit seiner österreichischen Staatsbürgerschaft. Mhm. Und im Ersten Weltkrieg hat Kanner bei den Österreichern gedient und nach seinem Studium in Berlin hat er auch die preußische Staatsbürgerschaft bekommen.
Also eigentlich kommen diese beiden Leute aus der gleichen Region, aus dem gleichen Gebiet. Nur Kanner ist dann 1926, glaube ich. Also in dem Jahr, wo diese russische Kinderpsychiaterin Grunja Sukhareva das erste Mal über diese Störung gesprochen hat, in die USA umgesiedelt und hat da weiter geforscht. Aber auch da sind die Forschungsergebnisse erstmal in den Hintergrund gerückt und sind erst in den 80er und in den 90er Jahren wieder aufgegriffen worden und in den Vordergrund gerückt. Zu Asperger allerdings, also Kanner war ein Mitglied des jüdischen Volkes und hat in den USA gelebt, und Asperger war zu der Zeit in Wien, wo auch die Rassengesetze eine Rolle gespielt haben und wo Asperger auch Mitglied war in einer siebenköpfigen Kommission, die über das Schicksal von 200 behinderten Kindern entschieden haben, nämlich nach Brauchbarkeit. Und Asperger war mit daran beteiligt, dass 35 dieser Kinder ja, ums Leben Getötet worden gekommen sind. sind durch Euthanasie im Kindesalter. Dennoch benutzen wir heute diesen Namen, und dennoch hatte Asperger eine weitere Universitätskarriere, quasi als Professor sogar für Pädiatrie in Wien bis zu seiner Emeritierung, und war bis zu seinem Tod ein hochgeachteter Mann, obwohl er an der Euthanasie beteiligt gewesen ist. Und ja, wenn man das weiß, fällt einem das nicht mehr so leicht, über einen Asperger-Autismus zu sprechen, diesen Namen dann nochmal in den Mund zu nehmen. Ja, Ja, das zum historischen Hintergrund. sehr interessant. Vielen Dank Gerne. für den Beitrag. Ja, ich hoffe, wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten in den Kommentaren. Schreibt rein, was euch interessiert. Schreibt eure Fragen. Vielleicht seid ihr ja auch Asperger oder vielleicht habt ihr auch einen Autismus. Ob das Asperger ist oder ein anderer Autismus, vielleicht seid ihr Autist, Autistin, sagt man Autist, Autistin? Ja. Ja. Dann, ja, wäre das mal sehr interessant, wenn ihr auch mal eure Meinung dazu unten reinschreibt. Wir wollen demnächst auch einen Live-Chat machen. Würden wir uns freuen, wenn da natürlich viele daran teilnehmen, wie eure Fragen oder Malu eure Fragen direkt live und vor Ort sofort beantworten kann. Dazu lasst ein Abo da, drückt die Abo-Glocke, das Ganze ist natürlich kostenlos. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich bei dir, Gerne. ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ciao und bis gleich im nächsten Video. Auf Wiedersehen.